Hallo, liebe Freunde, zu unserem kleinen Sonderspecial, wo wir uns einen ganz kurzen Augenblick Zeit nehmen, nur für das Inventory. Ja, verdammt. Da müssen wir schon wieder einiges reduzieren und genau darum geht's, das wollen wir in Zukunft nicht mehr machen müssen. Ich will mir hier mal so ein bisschen Zeit nehmen. Ihr könnt die Folge gerne überspringen, wenn ihr keinen Bock drauf habt, das mit dem Inventar euch zu Gemüte zu führen. Wenn euch das dann doch interessiert, dann guckt es euch an. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal entscheiden, was wir hier in Universalgel verwenden. Das auf jeden Fall. Ja. Und hier können wir uns mal so richtig austoben und richtig Zeit nehmen. Das mache ich normalerweise nämlich nie. So, können wir das jetzt alles nehmen? Ja, super. Gut. Normalerweise nehme ich mir nie die Zeit dafür, weil ich immer das Gefühl habe, das interessiert kein Schwein, was ich hier zu tun habe. Aber hier Avenger 3 können wir auf jeden Fall in Universalgel verwandeln. Determinator 5. Die hier hat natürlich nicht so viele Schüsse bis zum Hitzelimit. Ja, wenn ihr mit der Story weitermachen wollt, dann schaltet einfach genau ins nächste Video. Das hier ist nur eine Sonderfolge, die wir speziell für unsere Ausrüstung machen. Und wir schmeißen eine ganze Menge wieder raus, sodass wir in Zukunft wieder mehr aufnehmen können. Und irgendwann machen wir wieder eine kleine Sonderfolge. Wenn das Inventar dann eben wieder voll ist. Genau, er kriegt jetzt die Raptor 5. Ja, Ashley. Das können wir also alles rausschmeißen jetzt. Universalgel. Universalgel. Und Universalgel. Yep. Gut. Eine Schrotflinte. Für unsere liebe Ashley. Die Schrotflinten haben wir im letzten Video, im letzten Hauptvideo schon einmal vergeben. Ich glaube, wir können hier bald damit anfangen, das alles auch zu vernichten. Joa, die macht ja schon was her, ne? Ja, gib mir mal die Tornado 4. Die macht schön ordentlich Wumms. Wir benutzen ja sowieso kaum Schrotflinten. Deshalb ist das auch alles eigentlich gar nicht so wichtig. Gut, damit können wir alle Schrotflinten verschrotten. Das macht doch auch schön viel Platz im Inventar wieder. Hier wäre natürlich eigentlich mal eine Funktion schon gewesen, wo man die alle gleichzeitig aktivieren kann. Wenn es die gibt, dann habe ich sie nicht gefunden. So muss man jeden einzelnen Gegenstand einzeln auswählen und muss ihn einzeln auch in Universalgel verwandeln. Wir haben 287 Universalgel. Ich weiß gar nicht, was diese Dinger wert sind, ehrlich gesagt, die wir hier verschrotten. Aber Geld ist in dem Spiel eigentlich nicht so das Problem. Denn man findet ständig irgendwelche wertvollen Sachen. Außerdem kaufe ich sowieso nicht viel ein. Ja, die kannst du mal nehmen.
Ihr sollt aber eigentlich sowieso in Zukunft nicht mehr die Pistolen benutzen, sondern nur noch das, worauf ihr auch wirklich geskillt seid. Damit, denke ich, können wir dann auch die Pistolen verschrotten. Ja, machen wir. Was eigentlich auch eine schöne Funktion gewesen wäre für das Spiel, wäre, dass einem automatisch die beste Waffe rausgesucht wird und das beste Upgrade, je nachdem, was man haben möchte. Man könnte ja dann sagen, ich möchte es gerne auf Schüsse bis zum Hitzelimit ist meine Priorität oder die Präzisionseinstufung oder eben der Schaden. Oder such mir eine Waffe aus, die in zwei Attributen besser ist als meine vorige Waffe. Oder such mir eine Waffe raus, die in allen Attributen besser ist. Das wäre alles eine Möglichkeit gewesen, aber das haben sie nicht umgesetzt. Dafür, dass man hier doch relativ viel Loot bekommt, haben sie das da, muss ich sagen, ein bisschen verpennt. Aber naja, ist nicht so schlimm. Dafür können wir dann unsere Sonderfolgen machen. So, mal gucken. Ja. Doch, das passt ganz gut. Und damit können wir uns auch von allen unseren Präzisionsgewehren trennen. Wer das Spiel kennt und eventuell weiß, dass Geld doch wichtiger ist als Universalgel, wird sich wahrscheinlich jetzt die Haare raufen bei dem, was ich hier mache. Aber ich glaube, wir finden nachher im Laufe des Spiels noch so viele wertvolle Waffen, dass wir an dieser Stelle des Spiels keinen großen Fehler machen, wenn wir das hier tun. Ja, die Universalwerkzeuge müssen wir eigentlich jetzt nicht alle verbrennen. Das Blue Wire werde ich mal raushauen. Für ihn haben wir gar keine Rüstung mehr. John Shepard. Der kann eigentlich mal die Mantis anziehen. Der hat zwar keinen so starken Tech-Biotik-Schutz, aber wesentlich stärkere Schilde, wesentlich stärkeren Schadensschutz. Also wird das auch übertragen. Außerdem sieht diese Rüstung wesentlich schicker aus, muss ich schon sagen. Die Titan IV ist auf jeden Fall in allen Attributen besser, deshalb kriegt sie die jetzt. Dann ist sie auch nicht mehr unser fleißiges Bienchen, beziehungsweise unsere Wespe. Sondern, ja, was eigentlich? Schneehase. Lasst sie das nicht hören, dass ich das gesagt habe. Und die Kroganer-Rüstung behalten wir mal, falls wir irgendwann nochmal den Kroganer ausrüsten sollten. Ja, die Universalwerkzeuge, davon möchte ich mich jetzt auch nicht unbedingt trennen. Gut. Alles, was dann eigentlich noch bleibt, sind die Upgrades. Davon haben wir auch eine ganze Menge. Ein Waffen-Upgrade zum Beispiel. Was haben wir denn eigentlich hier gerade ausgerüstet? Kühlkörper 2, das wird doch der sein, den wir gerade ausgerüstet haben, oder? Ja, das hat auf jeden Fall das gleiche Symbol. So, was haben wir denn da? Kennung Level 4. Das braucht man nicht unbedingt. Wir werden es schon merken, wenn uns ein Gegner vor die Füße läuft. Waffenstabilität. Maximale Präzision. 12% Schaden. Also ich werde schon mal einiges hier verschrotten. Was wir einfach auf jeden Fall für keine Waffe gebrauchen können. Oder was wir doppelt haben. Ja. Ich glaube eigentlich auch, dass wir
bei diesen Waffenmodifikationen eher auf die Munition achten sollten. Die ist, glaube ich, wesentlich wichtiger. Ja, das brauchen wir nicht. Kampfsensor 2. Gut, gucken wir mal hier. Hier haben wir eine höhere Waffenwirkung ausgewählt. Das steigert unsere Schildumgebung und... Ach, Umgehung. Und löst beim Ziel weniger Präzision aus. Auch nicht schlecht. Das hier hat einen Bonus, aber auch einen Malus. Das werde ich gleich mal rausschmeißen. Ich mag nichts, was Malus hat. Synthetische Ziele können damit besser. Das hier hat auch einen Malus. Wobei die Brandmunition natürlich schon was hermacht, ne? Das haben wir auch doppelt. Also, was das angeht, haben wir echt eine ganze Menge gefunden. Ich nehme ungern solche Sachen, die sich auf irgendeinen Gegnertypen spezialisieren, zum Beispiel 25 Schaden gegen synthetische Ziele oder gegen organische Ziele. Es ist natürlich eine Überlegung wert, wenn man einen unserer Kämpfer mit so etwas ausrüstet gegen organische Ziele und einen gegen synthetische Ziele, dann haben wir zwei Spezialisten sozusagen im Team. Und egal, wem wir begegnen, wir kriegen die relativ schnell dann klein. Aber ich halte eigentlich mehr davon, von Gift zum Beispiel oder von Brandschaden, den wir auslösen können. Außerdem haben wir wirklich viel von diesem Wolfram 4. Ja, so viel brauchen wir gar nicht. Wenn wir, wie gesagt, einen davon haben, dann reicht das eigentlich schon, weil wir dann zur Not einen damit ausrüsten können und den anderen mit dem jeweils anderen, also mit dem Gegenstück, je nachdem, ob du Synthetikziele oder organische Ziele anpeilst. Ja, guck mal, das macht das gleiche wie Wolfram 4. Das finde ich jetzt nicht so interessant. Mit der Quest machen wir im nächsten Video weiter, falls ihr das hier langweilig finden solltet. Ja, chemisch 2. Da haben wir doch bestimmt noch was Besseres. Wir haben noch was Schlechteres. Das wird auf jeden Fall in Universalgeld verwandelt. Diese ganzen kleinen Upgrades hier unten brauchen wir alle nicht. Das kann alles raus. Ja. Moment, das war eine Hammer 3. Die wollen wir uns noch aufheben. Wir wollen die Hammer 2 rausschmeißen. Alles, was eine 2 hat, ist schon völlig überholt. Brauchen wir alles nicht mehr. Dann wird es auch alles ein bisschen übersichtlicher. Das behalten wir mal noch. Nö.
Das hat auch einen Malus. Wie gesagt, sowas mag ich gar nicht. Wir haben hier einen Schredder 4. Achso. Ja, doch. Hat alles seine Richtigkeit. Polonium-Munition 4. Da ist chemisch auf jeden Fall besser. 35% Giftschaden. Ja, das schmeißen wir raus. Braucht keiner. Das ist jetzt wirklich bloß für die Leute, die im Bilde bleiben wollen. Und der Vollständigkeit halber eben. Ja, also das macht ja schon wirklich... Das hat zwar einen Malus, aber das macht wirklich ganz schön Schaden noch zusätzlich. Ich glaube, das behalte ich. Ja. Gegen synthetische Ziele. Das kann alles raus. Habe ich jetzt gerade... Ja, ich habe es gerade rausgeschmissen. Gut, dann wird es höchste Zeit, dass er auch mal ein neues Upgrade bekommt. Das wollte ich ihm eigentlich eh geben. Ja, geben wir ihm die Brandmunition. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Gut. Zurück. Dann gucken wir nochmal bei Ashley, ob die noch irgendwas gebrauchen kann. Die hat immer noch ein Hammer 3 Upgrade. Ja. Geben wir ihr doch auch die Brandmunition. Er hat immer noch einen Kampfsensor 1. Das ist natürlich gar nicht sinnvoll, weil wir schon was viel Besseres haben. Ja. Der kann auch weg. Das nicht mehr. Ja, gehen wir erst noch mal zurück und gucken bei unserem Präzisionsgewehr, was wir da eigentlich für ein Munitionsupgrade drin haben. Chemisch 3, 7 Schaden für 5 Sekunden. Das finde ich eigentlich schon ganz gut so. Das habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge erst ausgerüstet. Wir haben noch einige Granaten-Upgrades. 27 Schaden in der Sekunde für 5 Sekunden. Ja, plus 70 cm Radius, 16% Schaden und 16% Waffenwirkung. Also von dem Brandsprengsatz haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge.
Und wir brauchen ja immer bloß eins. Ich werde ihm das auch gleich geben. Aber Sprengstoff werde ich noch ein bisschen behalten. Hier haben wir noch Upgrades. Ein Rüstungsupgrade. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Achso. Nee, den brauchen wir nicht mehr. Wir haben hier wirklich eine ganze Menge Upgrades noch. Ich schmeiße erstmal die ganzen unnützen Sachen raus. Das sind alle, die hier unten sind. Also alles, was eine 2 hat hinter sich, kann raus. Eine 2 oder niedriger. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es bedeutet, 15% Physiklimit. Ich glaube, wir sind dann besser gegen Tech-Angriffe geschützt. Oder gegen Biotik-Angriffe. Ja. Also das brauchen wir wirklich alles nicht mehr. Das Giftsiegel behalte ich noch. Das ist auch was sehr Gutes. Ja. Auf jeden Fall kriegt jetzt erstmal Garrus ein Upgrade. Der hat nämlich immer noch das Notfallinterface 2. Das brauchen wir wirklich nicht mehr. Er kriegt jetzt das hier. Dann hält er auch ein bisschen länger durch, beziehungsweise heilt schneller. Darauf müssen wir jetzt immer warten. Sie hat auch immer noch das Notfallinterface 2. Dann bekommt sie jetzt das hier. Sehr gut. Und dann schmeißen wir die beiden Notfallinterface noch raus. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Loot aufnehmen. Ja, nicht schlecht. Was, haben wir das nicht eben gar rausgegeben oder hatten wir davon 2? Achso, nee, das hat sie jetzt gerade. Ja, schon gut. Das ist das, was sie jetzt ausgerüstet hat. Ja, was hat er ja eigentlich? Ja, noch mehr Schilde ist natürlich auch nicht schlecht. Mehr Schildregeneration auch nicht. Nee, wir lassen es bei dem kinetischen Puffer.
Und so behalten wir das erstmal. Den Rest davon möchte ich mich ehrlich gesagt noch nicht trennen. Damit haben wir es, denke ich mal, auch. Außer vielleicht das, aber das kann man gar nicht upgraden. Also, wir belassen es dabei. Das hier, diese beiden Sachen, heben wir uns für ein anderes Teammitglied auf, falls wir noch eins aufnehmen sollten irgendwann mal. Also, falls wir Garrus irgendwann mal durch irgendjemanden ersetzen sollten, der zum Beispiel Biotik hat. Das halte ich mir noch offen. Gut, das war's dann mit unserem kleinen Special. Und mit der Hauptquest geht es im nächsten Video weiter. Bis dahin, ihr Lieben. Und auf Wiedersehen.